So, dann kommt der nächste Schritt. Jetzt, wo du in deiner Zielgruppe bist, das Gespräch aufgebaut ist mit deiner Zielgruppe, geht es jetzt im nächsten Schritt darum, die Person natürlich abzuschließen und zum Kunden zu gewinnen. So, wenn du einen Kunden hast, geht es natürlich weiter. Was du jetzt möchtest, ist, du willst glückliche Kunden. Und selbst diese Aussage, ja, glückliche Kunden haben zu wollen, ist nicht mehr was Selbstverständliches. Es ist nicht selbstverständlich, dass deine Dienstleistung super funktioniert und super deine Kunden zufrieden macht. Weil, ja, wir haben da extrem viel Wert drauf gelegt und legen auch heute super, super viel Wert darauf, dass unsere Kunden Ergebnisse erzielen. Ja, dass sie die besten Resultate haben in der kürzesten Zeit. Und das ist etwas, worauf du dich auch fokussieren solltest, weil egal, was du anbietest, wenn du etwas machst in deinem Leben, dann mach's doch richtig. Wenn du Kunden annimmst, dann betreue diese Kunden doch, so dass sie erfolgreich werden. Wenn du Dienstleister bist, dann bring deine Dienstleistung so, dass sie Ergebnisse erzielt. Warum solltest du das nicht machen? Ja, du gehst auch wenn du trainieren gehst, gehst du doch trainieren, um ein Ziel zu erreichen. Entweder um abzunehmen oder Muskeln aufzubauen oder einfach, was weiß ich, mehr Ausdauer zu haben, mehr Kraft zu haben, was auch immer dein Ziel ist. Und dann gibst du doch auch 100%. Und in deinem Business musst du doch noch mehr Gas geben. Und das ist etwas, worauf man sich fokussieren soll. Wenn man Kunden hat, dann musst du diese Kunden dazu bringen, dass sie das Geld, was sie ausgeben, ja, was sie in dich investieren, weil sie investieren in dich für ein Ergebnis. Ja, egal, ob du jetzt ein Beziehungscoach bist oder irgendwas im B2B-Bereich machst oder wo auch immer, Menschen investieren in dich, weil sie von dir ein Ergebnis erwarten. Und dieses Ergebnis musst du ihnen liefern. Und je schneller du das hinbekommst, desto glücklicher sind deine Kunden natürlich. Und deswegen, ja, fokussiere dich immer darauf, dass du eine super, super geile Dienstleistung anbietest, weil deine Kunden dann glücklich sind.